Hey ho Leute, hier ist euer Ray. Herzlich willkommen zu einem Battlefield 3 Gameplay Commentary hier auf dem Channel vom PC Gamer Pro. Ihr kennt mich noch gar nicht, aber bevor ich mich genauer vorstelle, möchte ich noch kurz was hier zum Gameplay sagen. Es ist von mir erspielt auf Zieber Tower oder Zieber Turm oder wie es auch auf Deutsch heißt. Im Moment noch mit der M-Tar unterwegs, das ändert sich aber schlagartig auf die Farmers, weil mein Team nicht so wirklich sozial gespielt hat, beziehungsweise nicht so revived hat. Und ja, hier übrigens ein geiler Fail, der Typ jumpt hier einfach mal klassisch runter. Und hier ein Fail von mir, ich verreck mal wieder. Schissen. Auf jeden Fall, ja, der Modus ist Eroberung, Vorherrschaft. Und das war's eigentlich auch. Farmers habe ich mit Schalldämpfer holographisch gespielt und natürlich den Griff. Sonst gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Und am besten stelle ich mich jetzt einfach mal vor, damit ihr wisst, wer hier überhaupt zu euch labert. Und zwar ja, heiße ich Ray, beziehungsweise Rayplay ist mein YouTube-Channel. Richtig heiße ich Fabian, komme aus der Schweiz, bin 17 Jahre alt. Und mach doch schon eine Weile Commentaries, beziehungsweise bin doch schon eine Weile auf YouTube. Und zwar bin ich schon über 1,5 Jahre auf YouTube. Habe aber angefangen mit Let's Plays, angefangen mit Just Cause 2 und Crysis. Ist irgendwie aber nicht so das gewesen. Und als dann so, dass die Kommentierphase mit Call of Duty begonnen hat, habe ich einfach mal gedacht, hey, warum macht's eigentlich niemand mit Battlefield? Und ich habe einfach mit Bad Company 2 angefangen zu kommentieren und ich war da wirklich praktisch der Einzige, der da wirklich regelmäßig das Zeugs gebracht hat. Jeder große Call of Duty oder wie auch immer Kommentator, der hat hauptsächlich wirklich dieses Call of Duty auch gebracht. Und von Bad Company 2 war da herzlich wenig zu sehen und ich habe versucht ein bisschen dagegen zu steuern. Und natürlich dann beim Release von Battlefield 3 habe ich mich natürlich auch der ganzen Masse angeschlossen und Battlefield 3 kommentiert. Das Ganze mache ich am liebsten mit Live-Commentaries. Aber natürlich kann auch mal etwas Seriöseres herausschauen, so wie hier. Und dann ist es natürlich einfacher, das Ganze einfach so zu kommentieren, also nach kommentiert zu zeigen. Und ja, Battlefield 3 ist aber nicht meine einzige Leidenschaft, was das Zocken angeht. Ich spiele auch gerne Call of Duty, am liebsten mit meinem Bro. ja, daher gibt es auch viele Videos dazu und eben weil ich Schweizer bin, machen wir das Ganze auf Schweizerdeutsch. Also es könnte eine kleine Challenge für euch sein, falls ihr gar nicht Schweizerdeutsch sprecht, was ja gut möglich sein könnte, dass ihr da einfach mal versucht, das Ganze zu verstehen. Vielleicht ist es einfacher als gedacht, vielleicht kennt ihr es ja. Ist auf jeden Fall mal was wert. Also Call of Duty spiele ich aber auf der Xbox, das muss ich nämlich noch sagen. Und da ist es eben so, also ich habe mir eine Colossus gekauft. Battlefield 3 sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox. Denn ich möchte wirklich mit meinen Abonnenten zocken. Und deshalb habe ich irgendwie gedacht, ja, muss die Xbox, da ich sie eh schon zu Hause hatte, auch irgendwie her. An die PS3, da, ja, das wird nicht mehr vorkommen, dass die PS3 bei mir im Zimmer steht. Ja, auf jeden Fall nehme ich natürlich auch gerne auf der Xbox auf. Das ist auch sehr angenehm. Aber ich zocke nicht nur Shooter, sondern auch Guild Wars 2. Guild Wars 2 ist erst gerade kurz rausgekommen, aber ich bin schon seit jeher eigentlich ein Guild Wars Fan. Das ist so das Spiel, das mich praktisch am meisten geprägt hat. Neben Pokémon natürlich. Und deshalb spiele ich es auch sehr gern. Guild Wars 2 hat mich sofort in seinen Bann gezogen und ich versuche da ein bisschen die Story zu Let's Playen. Und apropos Let's Playen, eigentlich mache ich das nicht mehr hauptsächlich, aber ein bisschen so als Abwechslung bringe ich eben Let's Plays. Einerseits, wie angesprochen, Guild Wars 2, andererseits habe ich da noch einen Schocker mit drin. Und zwar ist das Dead Space. Da möchte ich eigentlich alle drei Teile, also auch der dritte Teil, wenn er dann rauskommt, Let's Playen. Am ersten Teil bin ich gerade dran, fast schon fertig. Und ja, die Zuschauerzahl ist etwas sinkend, da es halt immer etwa dasselbe ist und ich mich auch etwas abgehärtet habe. Sprich, ich mache mir nicht mehr ganz so in die Hosen wie am Anfang. Aber so viel eigentlich dazu.
Ja, was möchte ich mit meinem Channel erreichen? Das ist sicher ein wichtiger Punkt, denn nicht wie jetzt manch anderer ist ein Haufen Abonnenten und hast du nicht gesehen, Anzahl Aufrufe und weiß was ich, mein Ziel? Nee, ganz und gar nicht. Denn ich habe so das Gefühl, so bei etwa 1000 Abonnenten wäre so für mich die Marke erreicht, wo ich eigentlich Schwierigkeiten hätte mit Managen, mit dem ganzen Managen, mit dem Zeitaufwand, der da dahinter steht. Und mir war das schon von Anfang an bewusst und ich habe mir gedacht, warum mache ich YouTube? Nebst dem, dass es mir einfach Spaß macht, wie eigentlich jedem anderen Kommentator, das Zeugs einfach zu kommentieren. Es ist fast süchtig machen, muss man auch sagen. Ja, ich möchte eigentlich ein bisschen eine Community aufbauen, im Sinne von, dass man einfach mal auf meinen Channel kommt, dann hat man irgendwelche Links irgendwo hin und man trifft da einfach Leute, die eben auch Abonnenten von mir sind, Leute, die zur selben Community gehören, wo man einfach schnell ein Squad füllen kann oder vielleicht sogar ein ganzes Team füllen kann oder mit der Gilde in einen Dungeon gehen kann, wie auch immer. Also mein Ziel oder meine Erwartungen mit meinem Channel sind eigentlich mehr so der Community-Zweck und deshalb schaue ich auch wirklich darauf, was meine Abonnenten sich wünschen. Man kann unter jedes Video schreiben, hey, mach mal das, mach mal das. Bei Back to Naked, wie ich es angesprochen habe, sonst komme ich noch dazu, bei Back to Naked kann man die Waffe jedes Mal neu wünschen. Also ich lasse hier meinen Abonnenten die Wahl, weil mir macht eigentlich alles Spaß. Das ist eigentlich so. Also ich habe keine Waffe über 1000 Kills, obwohl ich Colonel 11 bin. Das liegt einfach daran, dass ich eigentlich jede Waffe immer wieder zocke. Ich brauche einfach die Abwechslung. Und deshalb macht es mir auch nichts aus, auf eure Wünsche einzugehen. Also ich ziehe hier mein Ding mit euch durch. Das ist eigentlich so meine Devise. Und falls ich jetzt Back to Naked noch nicht angesprochen habe, möchte ich das natürlich nicht auslassen. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht mehr sicher, weil das mein zweiter Anlauf ist. Ja, Versprecher for the win. Und da war ich schon wieder am zweiten Versuch. Auf jeden Fall, Back to Naked ist so eine Serie, wo ich die Waffen wieder einfach zurück auf Standard setze. Ja, ich will keine Aufsätze, nix, einfach nackig spiele ich da eine Runde live kommentiert. Und versuche natürlich das Beste rauszuholen. Das ist natürlich nicht immer gleich einfach, weil eben die Farmers hier oder eine G36C kann sich da schon als harter Brocken herausstellen. Jo, das war es eigentlich zu dem. Kommen wir noch zu einer anderen, ja, wie soll ich sagen, Leidenschaft, die ich habe. Und zwar ist das das Editieren. Denn es ist für mich ein bisschen eine Herausforderung, all diese Clips, die ich hier erspiele, wirklich schön darzustellen. Also das ist für mich so etwas, das ich wirklich gerne mache, das in ein schönes Licht mit guter Musik und einem Flow und so das Zeugs hinzubringen. Das ist so etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, was auch sehr, sehr herausfordernd ist. Und gerade weil ich jetzt auch das Rendern-Programm umgestellt habe, umso mehr. Ich habe aber dazu eigentlich zwei Serien. Die erste ist noch nicht live, die andere nennt sich Allguns All Maps. Und ja, wie es eigentlich der Name schon sagt, ich mache einen Kill mit jeder Waffe auf jeder Map und editiere das Ganze und Map nach Map lade ich dann hoch. Hey, ich habe schon etwa 3 Stück oder so. Also man fängt dann mit den Assault-Waffen auf Caspian Border und macht dann einfach weiter. Also ich versuche immer eine Map ganz abzuschließen in einem Edit mit einem geilen Sound, irgendwas dahinter zu bringen. Und natürlich ist auch da irgendwie eure Kreativität natürlich auch gefragt. Wenn ihr sagt, hey, versuch mal das oder versuch mal dies, dann möchte ich das natürlich auch gerne einbauen. Andererseits, und das wird jetzt ziemlich exklusiv jetzt hier für dieses Video, habe ich noch etwas anderes, wo es auch ein bisschen ums Editieren geht, aber auch beziehungsweise hat es ein bisschen einen anderen Hintergrund, und zwar mache ich Tests von den Waffen. Ich lasse die Waffen gegeneinander antreten und versuche so die beste Waffe zu ermitteln, das Ganze in einem Turniersystem, und da fange ich einfach mal an mit Assault
und mache einfach weiter dann mit den Waffen vom Pionier, mit den Karabinern, mit den LMGs und dann auch den Sniper. Also ich persönlich mag eigentlich alle Waffen, auch die Shotguns und die PDWs, und deshalb kann ich mir oder möchte ich auch alle Waffen gegeneinander antreten lassen, um so eigentlich die beste Waffe pro Klasse herauszufinden. So. Und das ist dann so ein Video, was ich auch ein bisschen zusammengeschnipselt und mit Tipps und Tricks hinterlegt, hochladen werde. Und das habe ich bis jetzt erst einen Part gemacht. Der ist noch nicht live, aber vielleicht bis hier dann auf meinem Channel auf meinem Channel mal vorbeischaut. Dann findet ihr es vielleicht schon. Ansonsten wird es bald kommen. Also, ich kann eigentlich nur so viel sagen. Ich wäre natürlich sehr verbunden, wenn ihr mal bei mir vorbeischauen würdet. Ich möchte aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie mich gleich abonniert oder so, sondern schaut euch ruhig um. Schaut euch meine Projekte an, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, dass ihr ein bisschen ein Bild drunter vorstellen könnt, ein Bild draus machen könnt. Und dann ist es natürlich euch frei, ob ihr das tut, ob ihr mich abonnieren wollt oder nicht. Ja, das war eigentlich alles diesbezüglich. Ich möchte natürlich dem PC Gamer Pro nochmals herzlich danken, dass er mir diese Chance gegeben hat. Ja, also Stockhafe oder Win. Nee, PC Gamer Pro, herzlichen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Du bist mein Bro, nicht Pro, hä? Wortspiel. Auf jeden Fall. Top, top, top. Herzlichen Dank. Und ja, habt Spaß, würde ich mal behaupten. Ich habe eigentlich alles gesagt. Ich lasse das Spiel noch ein bisschen ausklinken. Es geht nämlich nicht mehr lange, gut eine Minute. Und das war es eigentlich alles. Bei Fragen dürft ihr natürlich gerne die Kommentarbox aufsuchen. Die Kommentarfunktion benutzen. Ich werde da natürlich regelmäßig reinschauen, obwohl es auch nie mein Channel ist. Und ich freue mich natürlich über euren Besuch, über euer Feedback, denn das ist mir auch sehr wichtig. Denn wenn es euch nicht gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eure Kritik natürlich freuen. Denn ja, so komme ich weiter, so hilft es mir natürlich am meisten, wenn ihr es einfach schaut und dann sein lasst. Ja, dann hat eigentlich niemand was davon, auch ihr nicht. Denn irgendwie muss ja der PC Gamer Pro auch wissen, was er denn hochladen soll. Ja? Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Hab Spaß, haut rein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.